So, hallihallo und herzlich willkommen hier zurück bei Dragon Age Inquisition hier auf Zockermania oder bei Zockermania. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich. So, jetzt nochmal schnell das Mikro hier richtig hinstellen. In der letzten Folge haben wir ewig lang gelabert. Ich will jetzt hier auch erstmal mit Labern beginnen, aber dann ziemlich schnell zu den Magiern hin. Denn jetzt quatschen wir erstmal mit Josephine. Die ist ein ziemlich mystischer Charakter, wie ich finde. Das wird mich jetzt auch interessieren. Beweist, dass ihr auf Justinias Befehl hingehandelt habt? Oder verschwindet. Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt, Marquis. Tag für Tag treffen mehr Gläubige hier ein. Aber gestattet mir, dass ich euch die mutige Frau vorstelle, die ihr Leben riskierte, um der Magie der Bresche Einhalt zu gebieten. Sir Trevelyan, darf ich euch den Marquis de Rullion vorstellen? Einer der größten Unterstützer der göttlichen Justinia. Und der rechtmäßige Besitzer von Haven. Aha. Das Haus du Rillon stellte Justinia diese Ländereien als Pilgerstätte zur Verfügung. Für eure Inquisition gilt diese Übereinkunft nicht. Okay. Mit dem Typen wollte ich jetzt eigentlich nicht quatschen. Ich wollte mit ihr quatschen, aber gut. Wir könnten es machen wie Sarah und ihn einfach niederschießen. Das finde ich ja witzig, aber das ist wahrscheinlich blöd. Das Land gehört euch. Ich brauche eine Bleibe. Die Göttliche wusste Bescheid. Wir haben größere Probleme. Die Göttliche wusste Bescheid, ja. Das ist ja interessant. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Inquisition von den Beraterinnen der Göttlichen begründet wurde. Weder Schwester Liliana noch Sucherin Pentagast haben irgendwo schriftlich vermerkt, dass Justinia die Inquisition gebilligt hat. Wenn er ihrem Wort keinen Glauben schenkt, muss ihn Sucherin Pentagast wohl zum Duell fordern. Oh, das ist Cassie. Das ist unter den Neverrunnern eine Frage der Ehre. Soll ich den Kampf für heute Abend ansetzen? Nein, nein. Vielleicht war meine Reaktion auf die Gegenwart der Inquisition etwas voreilig. Eierlose. Wir leben in dunklen Zeiten, euer Gnaden. Die göttliche Justinia würde nicht wollen, dass ihr Tod uns spaltet. Sie würde im Gegenteil darauf vertrauen, dass wir neue Bündnisse zum Wohle aller schmieden. Egal, wie seltsam sie uns auch erscheinen. Ich werde darüber nachdenken, Lady Montillier. Bis ich meine Entscheidung gefällt habe, darf die Inquisition bleiben. Huh. Gut, coole Nummer, gerade so geschafft. Ich wollte nicht stören, ihr hattet ihn gut im Griff. Den werden wir los. Ja. Ihr hattet ihn gut im Griff, das stimmt natürlich. Sie hat's eingeleitet. Ich bin wirklich froh, dass uns der Marquis nicht vor die Tür setzt. Seiner Gnaden ist nur einer von vielen Würdenträgern, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Dann erwartet ihr in Haven noch mehr Leute? Zweifellos. Und jeder Besucher wird die Geschichte der Inquisition nach seiner Abreise verbreiten. Eine Botschafterin sollte dafür sorgen, dass die Geschichte so schmeichelhaft wie möglich ist. Okay. Eure Hilfe kann nicht schaden, das stimmt. Diese Politik ist lächerlich. Nee, sie hat natürlich grundsätzlich recht und deswegen auf jeden Fall mal schön, dass sie hier ist. Die Inquisition kann sich glücklich schätzen, in euch eine Fürsprecherin zu haben, Lady Montillier. Danke. Wollen wir es hoffen. Die Politik von Thedas ist neuerdings etwas aufgeregt. Ich hoffe, ich kann uns in ruhigere Gefilde führen. Aber jetzt entschuldigt mich bitte. Ich habe heute noch viel zu tun. Okay, jo. Gut, gut, gut. Was können wir nochmal mit dir reden? Was kann ich für euch tun? Ach so, gibt es etwas zu berichten? Wir können mal nachforschen. Erzählt mir von euch. Was sind eure Aufgaben? Sie könnt mal was von sich erzählen. Was macht eure Familie, nachdem wir sie nicht hören? Montenegro klingt vertraut. Ich könnte schwören, unsere Familien sind sich schon mal begegnet. Ja, womöglich. Lady Trevelyans Sommerbälle sind ein Muss für jeden von Rang und Namen in den freien Marschen. Großtante Lucille hat derartige Feiern geliebt. Ich kann mich nicht daran erinnern, euch je auf einer von ihnen gesehen zu haben. Ja, ich mochte meine Freiheit, ja. Sobald man einen Ball besucht, ist man gezwungen, die Einladungen zu einem Dutzend weiteren abzulehnen. Das erinnert mich an etwas. Der Herold Andrastes hat zahlreiche Einladungen neugieriger Parteien erhalten. Zu feiern? Wie viele bekomme ich? Ich fürchte, diesen Monat waren es nur 17. Oh. Okay, tschüss. Tschüss. Auf ein andermal. Auf bald. Ja, auf. Servus. Wer ist denn da?
Minaiv, wie auch immer. So, naja, wir wollen die ganze Folge ja nicht verplappern, deshalb bewegen wir uns jetzt mal schnurstracks in Richtung... hier, Dingens, Magier, in Radcliffe. In die Hinterlande, genau. So, zack, schauen wir mal, Weltkarte. Genau. Wir brauchen jetzt erstmal Quest im Endeffekt, weil wir erstmal den Quest hier aktivieren müssen wieder mal. Nicht Codex, Tagebuch, so. Und zwar Reise nach Radcliffe, um Kontakt mit den Magiern aufzunehmen, genau. So, zurück. Wieso habe ich das nicht? Ah, hier. Na, ich habe nicht rübergescrollt. Okay. Gut, dann reisen wir jetzt erstmal. Wir reisen nicht zu diesem Ort. Abbrechen. Wir müssen hierhin so nördlich wie möglich. Also reisen wir zu diesem Ort. Können wir das? Nein, wir müssen hierhin. So, das heißt, okay, gut, dann reisen wir doch hierhin. So, dann rennen wir mit unserem Pferdchen. Ja, einfach nach Norden. Okay, wir müssen unsere Truppe wieder auswählen. Ich mache jetzt hier einfach mal so weiter. Ich bin nämlich noch in der gleichen Aufnahmesession wie, wie in der letzten Folge. Das heißt, ich mache jetzt hier mal die gleiche Gruppe, auch wenn ich euch in der letzten Folge gefragt habe, welche Truppe ihr gerne hättet. Und da gehe ich dann drauf ein, sobald ich eben das jetzt gesehen oder gelesen habe, wie auch immer. Und jo, jetzt reisen wir einfach mal hier hin und schauen mal, dass wir zu den Magiern kommen, um da jetzt mal ein bisschen in der Story voranzugehen. Ich finde es ja inzwischen richtig interessant, mit den ganzen Charakteren zu reden. Es ist halt jetzt einfach so eine Zeitfrage irgendwie mal. Also vor allem, weil ich Inquisition wirklich nicht auf ein 200-Folgen-Let's Play ausgelegt habe, sondern Inquisition ja einfach privat spielen wollte und ich dachte mir, ich lasse euch da einfach teilhaben und mir geht es aber primär wirklich um die Hauptstory. Also ich will einfach wissen, wie ich hier wie es sich weiterentwickelt in der gesamten Story. Und da ist natürlich Inquisition Pflicht. Wo ist denn mein Pferd? Hier oben. So, können wir da schon rauf? Zack. Gut. Steigen wir hier auf. Und dann reiten wir mal hier runter. Ah, ich glaube, hier kommen wir gar nicht lang, gell? Kommen wir gar nicht lang. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Kommen wir hier entlang? Nein. Oh. So. Vielleicht müssen wir jetzt hier erstmal da runter und dann eben außen rum. Kann natürlich sein. Ganz schön. Ja. Gib Gas. Genau. Ganz schön rucklige. Naja, rucklig eigentlich nicht, aber ein bisschen kompliziert hier mit der Steuerung, mit dem Pferd. Aber ich finde es cool, dass wir jetzt so schnell schon eins bekommen haben. So, jetzt können wir dem Wegchen hier folgen. Weil ich finde, ein Reittier ist einfach unheimlich wichtig und auch irgendwo realistisch. Also es wäre jetzt affig, wenn wir zu Fuß hier Ferelden und Orlais erkunden würden. Das wird einfach überhaupt nicht passen, weil wir als Herold Andrastes haben kein Reittier. Das ist so wie, wenn der BMW oder Audi Vorstandschef keinen Firmenwagen hat irgendwie. Also, ich weiß nicht. Das wäre ein bisschen albern. Von dem her finde ich das ziemlich gut. Auf jeden Fall dennoch komisch, dass wir es halt nicht von unseren eigenen Leuten bekommen haben, sondern halt von einem Schmied, dem wir im Grunde erst gesprochen haben. Aber mei, kann man nichts machen, nicht wahr, liebe Freunde? So, wir kriegen jetzt ja auch nicht einfach einen Firmenwagen von irgendwem. Deswegen, mei, muss man auch mal Glück haben. Zack, zack, zack und nach oben. Yo, dum, 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 dum. Also mit dem hier? Den könnten wir plündern, brauche ich nicht. So. Wir verziehen uns. Reiten einfach weiter. Gib Gas, Pferdl.
Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wir reiten zu den Magiern hin. Wir reiten zu den Magiern hin. Und ist da hinten denn ein Dimensionsriss zu sehen? Offensichtlich. Homies am Start. Homies, Party! Oh fuck, jetzt schauen wir mal, was die ganze Nummer hier, mit unserem... So, gleich mal hier mit Blackwall. Der müsste gegen Dämonen eigentlich so der Oberchief sein. Der müsste sich ziemlich easy kaputt machen können. Ich weiß natürlich, dass wir jetzt damit so ein bisschen die Gefahr eingehen, mehr Tränke verschwenden zu müssen. So, zack. Und jetzt kann ich den Riss hier eigentlich mal schließen. Hoffe ich zumindest. Nein. So. Ich nehme lieber mal einen Trank. Genau, und dann schließen wir die Nummer. Oh, Blackwall. Schließen. Schließen, Homies. Gibt ihnen hart. Gibt ihnen hart. Macht sie kaputt. Ah, wir sind wieder unterbrochen worden. Yo, und jetzt halt. Frisst das. Boom. Immer noch nicht geschlossen, aber jetzt vielleicht. So. Yo, yo, yo. Okay, gut, das war ein Fehler, es zu versuchen, aber jetzt geht's doch hoffentlich. Ja, perfekt, wunderbar. Wuhu! Sehr, sehr cool. Wir haben kassiert, aber ist nicht so wild. Was war das? Wir wissen nicht, was diese Risse bewirken können. Dieser hier schien in seiner Umgebung die Zeit zu verändern. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Vielleicht weiß Fiona ja. Gütiger Erbauer, es ist vorbei, oder? Öffnet die Tore! Wieso kann ich jetzt die Auswahl nicht mehr machen? Okay, keine Ahnung. Naja, wir sind jetzt eh gleich da. Wir können hier mal plündern. Es ist ganz interessant hier, dass das Ding, dass dieser Riss die Zeit verändert hat. Schauen wir mal, was hier so abgeht. Wir haben das Eintreffen der Inquisition angekündigt, aber ihr solltet wissen, dass niemand hier draußen mit uns gerechnet hat. Niemand? Nicht einmal Großverzauberin Fiona? Nun, falls doch, hat sie es zumindest niemandem erzählt. Wir haben dafür gesorgt, dass euch die Taverne für die Verhandlungen zur Verfügung steht. Danke. Bitte verzeiht, werte Vertreter der Inquisition. Magister Alexius trägt nun die Verantwortung, aber er ist noch nicht hier. Wir erwarten ihn in Kürze. Ihr könntet euch in der Zwischenzeit mit der ehemaligen Großverzauberin unterhalten. Aha, war das nicht Fiona? Wieso ehemalig? Ist ihres Ranges enthoben worden, oder was? Komisch, komisch, komisch. Täusche ich mich, oder geht hier irgendetwas Seltsames vor? Ja. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ja. Wir müssen mit der Großverzauberin sprechen. Ich bin ganz froh, Blackwall am Start zu haben. Der ist wie so eine Art Aragorn irgendwie, finde ich. Also aus Herr der Ringe, ich weiß nicht. So einfach jemand, der schon irgendwie ein bisschen Ahnung von der Welt hat. Und, ich glaube, wir müssen da irgendwie hoch oder da rein. Die Frage ist nur wie. Ja, der hat ein bisschen Ahnung von der Welt, weiß, wie die Nummer so läuft. Und das finde ich ziemlich angenehm. Weil, gut, Soleys hat das auch gehabt. Der hat auch, wir müssen da glaube ich außen rum. Soleys hat auch Ahnung gehabt von der ganzen Welt und ist viel rumgekommen. Aber der war nicht so, nicht so aktiv, sage ich mal. Sondern eher, so ein bisschen zurückhaltend. Der hat erstmal die Sachen kommen lassen. Und das finde ich grundsätzlich schon auch interessant, aber ja, wir sind selber eher der Typ, oder ich selbst bin so, der die Sachen auf sich zukommen lässt, also auch so im Leben einfach. Und dann halt mal schaut, wie er damit umgeht. Zwar schon immer einen gewissen Grundplan hat, also wie jetzt hier auch in Inquisition, aber im Endeffekt schon spontan nimmt, was kommt. So, und wir haben jetzt übelste Ruckler. Schau, dass wir Fiona irgendwie treffen. Genau, das ist der Grund. Nettes Örtchen auf jeden Fall. Hier können wir Fiona treffen. Okay. Ich habe Gerüchte gehört, außerhalb des Dorfes gäbe es. Ich hatte letzte Nacht wieder diesen Traum, Mutter. Gut. Schluss damit. Ich will nichts davon hören. Er hat einen Traum gehabt. Also ich weiß, dass wir jetzt hier zu Fiona rein können. Aber... es ruckelt mir gerade noch ein bisschen zu sehr, um jetzt hier in den Dialog reinzugehen. Oh, sorry. Warum beunruhigt dich das? Von dem her schaue ich mir jetzt das Städtchen nochmal an. Glaubst du wirklich, das interessiert
Hier gibt's Wasser. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall in ein Bötchen steigen. So. Bötchen, Bötchen, Bötchen. Hier ist Spindlerkraut oder Spindelkraut, so heißt es. So. Und hier können wir verkaufen, theoretisch. Das müssen wir jetzt auch noch gar nicht. Hier hätten wir noch mal ein bisschen was am Start. So. Und ja. Nett auf jeden Fall hier. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. So in den Ruinen von irgendwelchen alten Burgmauern oder sowas. Und ja, ich bin gespannt, was Fiona zu uns sagt, nachdem sie jetzt offensichtlich nicht mehr die Power hat, die sie hatte, als sie uns angeworben hat. Nicht, dass der andere jetzt sagt, oh, ihr seid scheiße oder so. Oder sie wirklich gute Absichten hatte und der andere ein Vollidiot ist. So. Hier können wir jetzt mal Sehenswürdigkeit entdecken. Ja, wunderbar. Coole Sache. Jetzt laufen wir nochmal hin zu Fiona. Und in der nächsten Folge quatschen wir dann mit Fiona und schauen mal, was die Gute so erzählt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Freut mich, dass wir jetzt endlich hier bei den Magiern angekommen sind. Tut mir leid für diese Ruckler. Also ich check's nicht. Ich bastel ja schon inzwischen den Aufnahmen immer rum. Aber irgendwie ohne Sinn. Oh, hier ist ein großes Vogelchen. Naja, wie gesagt, Daumen nach oben würde mich total freuen. Gerne auch ein Abo für Zockermania. Vergesst das nicht. Das würde uns extrem viel helfen. Davon sind wir so ein bisschen abhängig momentan auch. Und wenn ihr auf Facebook-Fan werdet, verpasst ihr auch keins unserer neuen Videos. Wir spielen ja echt viele Spiele gleichzeitig immer. Also ihr könnt da richtig, richtig was mitnehmen. Also momentan haben wir, glaube ich, auch 3 oder 4 Titel gleichzeitig hier am Start. Und alles Mögliche durch, vom Battlefield über Inquisition hier. Dann haben wir H1Z1 relativ lang gespielt. Wir haben World of Warcraft immer wieder, 2-mal die Woche kommt was online. Indie-Titel haben wir auch, also Amphora haben wir hier, Never Alone, Inner World und es geht immer weiter. Grow Home zum Beispiel, relativ neu. Mit dem kleinen Roboter Bud kämpfen wir uns hier nach oben, indem wir irgendwelche riesigen Rankenpflanzen da besteigen und mit denen nach oben wachsen. Ja. Es bleibt spannend, es ist spannend, bleibt mit am Ball. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal. Ciao!